Hallo und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute zeige ich euch einen weiteren Formation Guide und zwar werden wir heute über die 5-2-1-2 sprechen. Ja, es ist eine Fünferkette, aber wir werden heute auch darüber sprechen, wie man am besten gegen eine Fünferkette spielen kann. Vor allem gegen die 5-2-1-2, weil das ist somit die beliebteste Fünferkette in FIFA 23 und man trifft schon relativ häufig in Division Rivals oder in der Weekend League auf eine Fünferkette. Deswegen werde ich euch da auch ein bisschen was mit an die Hand geben, wie man dagegen spielen kann. Wir fangen aber an, indem wir uns erstmal selbst mit einer Fünferkette beschäftigen. Wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ja, wir sehen jetzt schon mein Team hier. Das ist halt wirklich perfekt dafür ausgelegt, um Fünferkette spielen zu können. Denn wir haben 3 Innenverteidiger im Team und wir haben 2 Spieler, die sowohl in der Defensive mitarbeiten können, als auch in der Offensive. Und das ist Theo Hernandez und Perisic. Das ist halt ganz wichtig in der Fünferkette, dass die LAVs, beziehungsweise der LAV und der RAV auch Offensivqualitäten haben und ein ordentliches Defensivbewusstsein, damit sie auch immer wieder schnell ihre Position nach dem Ballverlust wieder einnehmen. Denn das ist ganz wichtig für die Stabilität in der Abwehr. Der Rest ist dann selbsterklärend. Wir zocken 5-2-1-2, sprich mit einem Zehner, 2 Stürmern und 2 zentralen Mittelfeldspielern. In diesem Fall ist das bei mir dieser Touré und Mbappé im Sturm. Ross Barkley auf der 10. Seedorf und Sissoko machen das Mittelfeld. Das ist die Fünferkette. Warum ist die Fünferkette so beliebt? Weil wir halt, wie gesagt, mit 2 offensiven Außenverteidigern spielen. Sprich, wir haben die 3 Spieler vorne, die 2 Stürmer, den ZOM. Und dann quasi noch 2 Flügelspieler dazu. Ist wie eine enge Raute mit 2 Flügelspielern. Und gleichzeitig haben wir aber noch die Absicherung durch die 3 Innenverteidiger. Und wenn man will, noch durch die beiden Mittelfeldspieler. Sprich, man ist auch gegen Konter sehr gut abgesichert. Und das ist so der Grund, warum man sehr, sehr gerne die 5-2-1-2 dieses Jahr spielt. Weil die beiden Außenverteidiger sich relativ schnell nach vorne einschalten, aber auch sehr schnell wieder zurückkommen. So, kommen wir dann zu den Taktiken. Ich habe 2 Taktiken vorbereitet für die 5-2-1-2. Einmal die ganz normale, wie sie auch viele Profis spielen. Ausgeglichen, Breite 45, Tiefe 55, Aufbauspiel ausgeglichen, direkte Pässe. Breite 55, Spieler im Strafraum auf 6, Ecken und Freischüsse auf 3. Und dann bei den Anweisungen die beiden Stürmer auf Standard, der Zehner auf vorn bleiben, die beiden Mittelfeldspieler auf hinten bleiben und Mitte abdecken, die 3 Innenverteidiger auf Standard, der Torwart kriegt Flankenfänger und die beiden Außenverteidiger auf mit angreifen. Das ist halt das Wichtige in dieser Fünferkette, dass die AVs auf mit angreifen sind. Sonst hat man in der Offensive ein bisschen Probleme, weil man dann nur mit 3 Spielern agiert. Und das wird auf jeden Fall dann sehr, sehr schwer, die Abwehr des Gegners zu überwinden. Deswegen mit Angreifen auf die Außenverteidiger. Das ist die erste Fünferkette, sagen wir mal die Main-Taktik. Aber dann gibt es noch eine etwas aggressivere und das ist dann mit Pressing nach Ballverlust. Ja, Breite, Tief und so weiter ist genau gleich wie bei den anderen. Pressing nach Ballverlust und schneller Aufbau wird hier mit reingehauen. Ecken und Freischüsse ebenfalls auf 3. Und bei den Anweisungen kommt auch noch was dazu. Die beiden Stürmer kriegen jetzt hier energisches Abfangen. Wir können sowieso 5-mal wechseln. Diese Formation ist einfach dafür da, wenn der Gegner sehr langsam spielt und man, wenn der Gegner ziemlich langsam spielt und vor allem auf Außen unterwegs ist, weil Außen sind, ist halt so unsere Schwäche, sage ich mal, in der Fünferkette. Da sind wir anfällig über. Dann kann man gerne mal die reinhauen. Place nach Ballverlust und energisches Abfangen, dass man halt direkt nach dem Ballverlust wirklich versucht, den Ball wieder zu erobern, um den Gegner gar nicht die Möglichkeit zu geben, einen langsamen Spielaufbau durchzuführen, sodass sich unsere Fünferkette wieder komplett stellt und der auf Außen sehr viel Platz hat. Und deswegen Place nach Ballverlust, energisches Abfangen auf die beiden Stürmer und auf die beiden Außenverteidiger. Ebenfalls energisches Abfangen. Sonst sind die Anweisungen genau gleich wie bei der anderen. Aber energisches Abfangen kommen auf beide Außenverteidiger und auf die beiden Stürmer. Und wir haben E5 Wechsel. Sprich, man kann diese Spieler dann auch gut und gerne einfach auswechseln, wenn die Ausdauer dann zu krass runtergegangen ist. Also so kann man es auf jeden Fall dann spielen. Und jetzt kommen wir zu 2 Taktiken, die gegen die Fünferkette sehr gut sind. Und da haben wir einmal das 4-Triple-2. Warum das 4-Triple-2? Ihr müsst euch vorstellen, das kommt natürlich auch auf die Anweisungen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, auf Außen, wenn die Fünferkette sich einmal gestellt hat, ist sie anfällig. Weil man hat halt keinen Zugriff auf Außen. Man hat den LAV und den RAV, das sind aber auch keine Mittelfeldspieler. Sprich, die Außenposition ist frei. Und
Wenn man dann auf Überaußen angreifen sollte gegen die Fünferkette und es vernünftig macht, dann muss der Spieler mit der Fünferkette immer einen Spieler entweder aus dem ZM oder aus der Innenverteidigung mit auf Außen holen, damit dort keine Überzahlsituation für den Gegner gegen den AV entsteht. Und das führt halt letztendlich wieder dazu, dass Unordnung passiert in der Fünferkette beziehungsweise allgemein in der Abwehrkette. Und das ist genau das, was du haben willst, wenn du gegen eine Fünferkette spielst. Und wir werden gleich sehen, auch aufgrund der Anweisung, das sind auf jeden Fall schon mal die Taktiken bei der 4-2-2, wie man sie spielt, ausgeglichen, Breite 50, Tiefe 55, Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerarbeitung auf direkte Pässe, Breite 65 und da kommt es halt, Breite etwas höher gestraubt. Und dann bei den Anweisungen, die beiden Stürmer zentral orientieren. Wir wollen, dass die beiden Spieler sich in der Mitte binden mit den Innenverteidigern. Das Wichtige ist nämlich die Außenspieler. Die beiden Spieler kriegen zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Dann die beiden Flügelspieler auf Standard. Nichts zusätzlich. Ja, die beiden äußeren ZOMs auf Standard, keine Zusatzanweisung. Der eine Mittelfeldspieler, der etwas offensivere, der kriegt nur Mitte abdecken und der andere kriegt Mitte abdecken und hinten bleiben bei Angriffen. Wenn euer offensiver Mittelfeldspieler, ja, bei mir ist es jetzt Sissoko und Seedorf. Mein offensiver ZDM ist Seedorf, der ist auf der rechten Seite, dann kriegt auch der rechte Verteidiger von mir mit angreifen. Der andere nur auf ausgewogen, beide kriegen aber übergreifen. Was passiert? Seedorf schaltet sich eventuell mit vorne ein. Er hat ja nicht nach vorne orientieren, sondern nur ausgewogen. Seedorf schaltet sich eventuell mit vorne rein. Gret geht nach vorne, sprich wir haben einen Spieler zusätzlich. Wir haben Perisic, Touré, Mbappé, Barkley in der Offensive. Wir haben Fünferkette plus zwei ZMs, sprich wir haben sieben Defensivspieler vom Gegner. Durch Seedorf kriegen wir einen fünften, durch den linken Verteidiger kriegen wir einen sechsten Mann mit nach vorne und durch Dumfries kriegen wir einen siebten Mann nach vorne. Warum kriegt Dumfries mit angreifen und Theo Hernandez nicht? Könnte man eigentlich in dieser Situation, so wie es ist, sogar eher andersrum machen. Weil Theo Hernandez der Spieler ist, der offensiv mehr Qualitäten hat als Seedorf. Sprich, man müsste reingehen, Sissoko und Seedorf tauschen und bei den Anweisungen das Ganze umswitchen. So, also. Der defensivere Sechser bleibt hinten, der andere bleibt auf ausgewogen, Mitte abdecken kriegen beide. Theo Hernandez ist auf der linken Seite vom offensiven Sechser, kriegt mit angreifen, der andere Außenverteidiger bleibt auf Standard, beide bleiben aber auf übergreifend. Scheiden sich trotzdem mit ein und wir wollen halt die Außen besetzen. Wir haben Perisic da, wir haben Theo Hernandez da und eventuell Seedorf. Mit den drei Spielern können wir ein Dreieckspiel aufbauen gegen den Außenverteidiger des Gegners und den ZM, den er mit rauszieht. Wir haben quasi auf dieser Seite dann eine Überzahl gegen diese beiden Mittelfeldspieler. Denn die beiden Stürmer und der Zehner werden in der Fünferkette immer vorne bleiben. Und das führt halt dazu, dass wir durch diese Überzahlsituation auf der einen Seite eine Unordnung beim Gegner sorgen, weil er Spieler rausziehen wird. Und so gehen wir gegen eine Fünferkette vor und deswegen ist 4-2-2 sehr stark dagegen. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch das 4-3-2-1, das ist ebenfalls sehr stark. Wir sehen hier die Regler, 50, 55, ausgeglichen, direkte Pässe, seht ihr selbst. Und dann bei den Einweisungen, das ist halt das Wichtige. Warum ist 4-3-2-1 auch so stark? Wir haben die drei Stürmer, quasi mit den drei Innenverteidigern, 1-zu-1 Verteidigung. Wir nehmen die Außenverteidiger mit nach vorne, die dann quasi sich um die Außenverteidiger des Gegners in der Fünferkette kümmern. Und wir haben zwei ZMs, die auch auf ausgewogen sind. Sprich, wir haben wieder eine Gleichzahl. Und das ist immer gut in der Offensive. Eine Gleichzahl gegenüber den Defensivspielern. Und gleichzeitig sind wir auch nicht wirklich konteranfällig, denn die Absicherung in der Mitte ist halt gegeben. Und das ist auch der einzige Weg, wo der Gegner in der Fünferkette direkt drüber angreifen kann. Also, Mbappé zentral orientieren, das war's. Der rechte kriegt zentral orientieren und defensiv verstärken. Und der linke kriegt nur zentral orientieren. Sprich, wir orientieren uns an die drei Innenverteidiger. Dann Sissoko kriegt hinten bleiben und Mitte abdecken. Das ist der defensive Sechser. Seedorf auf ausgewogen und Mitte abdecken. Perisic auf Standard. Alles bleibt Standard bei Perisic. Und auf der Seite, wo dann dieser ZM ist, der auf Standard bleibt. Wichtig ist halt, Barkley kriegt defensiv verstärken, lässt sich gegen den Ball auf rechts fallen. Perisic, der Flügel abdecken hat, geht auf links. Sissoko und Seedorf machen die Mitte. Es wird quasi zum 4-4-2 im 4-3-2-1 dann gegen den Ball. Das habe ich ja schon mal in einem Video besprochen, wie diese Hybridformationen funktionieren. Das aber kurz nochmal erwähnt. Und die beiden Innenverteidiger bleiben auf Standard und
der Außenverteidiger, der auf der Seite des Spielers ist, der gegen den Ball aus der Zentrale auf den Flügel geht, das ist in dem Fall Perisic, der kriegt dann mit angreifend und übergreifend und der andere ausgewogen und übergreifend. Und das ist genau dasselbe Szenario. Wir führen dazu, dass der Gegner eine Gleichzahl in der Defensive gegenüber unseren Offensivspielern hat. Wenn ein Spieler dort fehlen sollte, haben wir schon irgendwo eine Überzahl und können den Gegner so unter Druck setzen. Testet es gerne aus, falls ihr mal wieder gegen eine Fünferkette spielt. Ansonsten, wenn ihr Fünferkette spielen wollt, habe ich euch heute auch zwei Formationen mit auf den Weg gegeben. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall noch unten in die Kommentare. Ich bin raus. Peace out. Ciao.